Wir haben ein Review begonnen zur Forschungsfrage, wie wirksam ist Akupunktur beim Abnehmen bei Personen mit Übergewicht? Heute suchen wir in verschiedenen Literaturdatenbanken nach möglicherweise relevanten Referenzen. Dazu schlüsseln wir die Forschungsfrage in vier Konzepte auf: Wirksamkeit, Akupunktur, Abnehmen und Übergewicht. Wie spezifisch und wie wichtig sind diese Konzepte nun für die Suche? Akupunktur und Abnehmen sind sicher am wichtigsten und am spezifischsten. Die Wirksamkeit ist am unspezifischsten, das ist ein relativ genereller Begriff. Ich weiß auch nicht, ob der Begriff in den Referenzen, die ich suche, immer im Titel und im Abstract auch genannt wurde. Daher lasse ich die Wirksamkeit erstmal weg für meine Suche. Bleibt noch die Frage, ob ich nach übergewichtigen Personen suchen soll. Das habe ich kurz ausgetestet und festgestellt, dass sich das lohnt, da ich sonst Referenzen finde, in denen Personen mit Akupunktur behandelt wurden, die aufgrund einer anderen Erkrankung ungewollt an Gewicht verloren haben. Also bleibt es bei den drei Konzepten: Akupunktur, Abnehmen und Übergewicht. Da es sich um eine systematische Suche handelt, versuche ich, eine hohe Sensitivität zu erreichen, also möglichst alle relevante Literatur zu diesem Thema zu finden. Dabei nehme ich eine geringere Präzision in Kauf. Das heißt, ich erhalte viele irrelevante Treffer, die ich am Ende aussortieren muss. Für die drei Konzepte suche ich in den Datenbanken, die Schlagwörter verwenden, die entsprechenden Schlagwörter heraus. Außerdem notiere ich mir für die Stichwortsuche eine Liste von Synonymen. Zusätzliche Synonyme kann ich zum Beispiel in Embase finden. Unter dem betreffenden Schlagwort sind die aufgelistet. Ich kann aber auch einfach mal nur nach dem Schlagwort suchen und schauen, welche Begriffe in den entsprechenden Referenzen verwendet wurden und diese in meine Stichwortliste aufnehmen. Schließlich kann ich noch in verschiedenen medizinischen Wörterbüchern nachschlagen. Die Stichwortsammlung sieht dann etwa so aus: Acupuncture, Electroacupuncture, Auricular Therapy und Catgut Embedding für den Akupunkturteil. Zum Abnehmen verwende ich folgende Stichwörter: Weight Decrease, Weight Reduction, Weight Losing, Weight Loss und Weight Reducing. Und fürs Übergewicht schließlich Overweight, Obese or Obesity und Adipositas oder Adipose. Danach formuliere ich eine korrekte Suche für die verschiedenen Datenbanken. Also eine Mischung aus Schlagwörtern und Stichwörtern, kombiniert mit Klammern, Operatoren wie AND, OR, Trunkierung, das heißt eine Abkürzung meist mit einem Sternchen, so werden nach verschiedenen Wortendungen gesucht. Und ich wähle auch Suchfelder aus wie Titel, Abstract oder Keywords. Manche Ein- und Ausschlusskriterien kann ich schon bei der Suche berücksichtigen, wie zum Beispiel die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch. Andere Ausschlusskriterien werde ich erst beim Screening berücksichtigen können, wie zum Beispiel verschiedene Unterformen der Akupunktur, die ich ausschließen möchte. Ich zeige hier zwei Beispiele. Das eine ist aus der Datenbank PsycInfo und man sieht hier die Schlagwörter für Übergewicht, Gewichtsabnahme und Akupunktur. Und in einem zweiten Schritt dann die Stichwörter, die ich gesucht habe, mit Trunkierung, also mit Sternchen, in den Feldern Titel oder Abstract. Das gleiche hier für die Gewichtsabnahme und für die Akupunktur. Das andere Beispiel ist die Suche in der Cochrane Library. Hier habe ich auf Schlagwörter verzichtet, da Cochrane keine eigenen Schlagwörter vergibt, sondern die Medical Subject Headings aus Medline übernimmt. Und in Medline habe ich ja schon gesucht. Also verwende ich hier nur die Stichwörter und suche in den Feldern Titel, Abstract und Keywords mit Wortvariationen. Am Ende importiere ich alle gefundenen Referenzen aus den einzelnen Datenbanken in ein Literaturverwaltungsprogramm. Ich verwende hierfür EndNote. Total habe ich in Embase 316, in Medline 149, in Ahmed 42, im PsycInfo 8 und in der Cochrane Library 136 Referenzen gefunden. Das macht zusammen 651. In dem nächsten Schritt entferne ich die Duplikate. Wichtig ist eine genaue Dokumentation der Suche in den einzelnen Datenbanken. Also in welcher Datenbank habe ich gesucht, an welchem Datum, mit welcher Syntax genau und wie viele Treffer habe ich erhalten. Und mit genauer Syntax ist eben nicht gemeint, dass man sich notiert, ja, ich habe irgendwas zu Acupuncture und Obesity und Weight Loss gesucht,
sondern ganz genau einen Screenshot zu machen, wie die Suche an dem Tag ausgesehen hat. Somit habe ich den ersten Schritt im Prisma Flowchart, nämlich die Literaturdatenbanksuche, beendet. Nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Screening der gefundenen Referenzen.